Ach Gottchen, ey! Ich meine, wenn sie sich verstecken, kann ich immer schöne Kopf schießen. Das ist ja eine schöne Sache so, ne? Aber das dauert mir ein bisschen zu lange. Und das. Ich verliere viel zu viel Leben dabei. Das macht irgendwie keinen Sinn so. Lüll. Toll. Schick mir noch mehr Gegner an. Ach ja. Hä? Ach so. Ich dachte gerade, diese Geckos oder die Mini-Viecher da irgendwie. Mini-Version davon geholt. Vor allen Dingen meine Ration nicht ausgerüstet, merke ich gerade. Oder meine Nudeln. Lüll! Ich dachte, das wäre ein Bug gewesen. Ich dachte, Rektor, ich spack komplett ab. Twitch! Hä? Fußspuren? Nee, ich bin gar nicht hier. Das ist ärgerlich, weil da hinten das Viech ist. Und mich wahrscheinlich schon gesehen hat, ja. Fuck off, ey. Och man, ey, das ist doch schon wieder Bullshit jetzt. Boah, du Snake, ich hasse dich. Deine Steuerung hasse ich, eher gesagt. Jetzt bin ich gerade kurz nicht gelaufen, alles klar. Komm, probieren wir mal, ob ich mich automatisch heile mit den Nudeln. Ich riskiere es lieber. Was tust du das nicht? Ich riskiere es lieber doch nicht. Oh, lul. Ey, Mann, oh. Ey, ihr müsst euch vorstellen, ne? Ich spiele gerade Red Dead Redemption. Und da zieht man mit fucking L2. Ich hasse es. Ich verwechsel das hier bei den Spielen hier auch noch. Das ist richtig, richtig schlimm. What? Ey, ja, was ist denn mit dir jetzt verkehrt? Warum ziehst du mir denn mein komplettes scheiß Leben ab, ey? Was ist denn hier schon wieder verkehrt einfach nur? Ach, der Bosskampf müffelt doch schon wieder hart nach Gotze, ey. Hab ich wieder keine Chance jetzt. Das ist auch wieder richtig nice so. Gott! Ey, Snake, bist du nicht so scheiße? Du konntest früher mal überall rüber klettern, ne? Oh Mann, ey. Ist mir doch egal, ob ich im gesuchten Modus bin, ey. Ich bette hier gerade einen fetten Bosskampf, ey. Was ist falsch mit dir, Spiel? Ja, mein Gott. Nämlich auch blödsinnig, wenn die mich da voll ballert, ne? Guck mal, da hinten ist die. Ja gut, ausnahmsweise mal. Habe ich die noch drin? Nein, natürlich nicht. MG. Habe ich überhaupt einen Sniper? Dachte ich nicht nur, ich hätte einen Sniper? Ja, das ist jetzt ärgerlich. Ah, guck mal, ich kann sie kaufen. Kosten für Geldwäsche 2000, total 2300, ja, dann machen wir das doch mal. Oh Gott. Munition habe ich, egal, guck ich von anders. Ich hätte mich mal viel mehr damit auseinandersetzen müssen, schon klar. Wird, ah ja. Boah, das ist halt blödsinnig. Oh Mann, geht mir das wieder auf den Sack, der Bosskampf gerade. Boah, das bringt halt einen Scheiß. Ja, toll. Jetzt steh auf, Snake. Alter. Ach so, das war nicht die. Es ging mir ums Prinzip, ja. Das ist blödsinnig. Das ist wieder komplett blödsinnig, dieser Boss einfach nur. Ich hab keinen Bock mehr. Ernsthaft. Ich hab keinen Bock.
Er macht wieder so ultimativ keinen Spaß. Ne? Ach Gott. Damit treffe ich mehr. Ohne Scheiß. Ich habe keine Heilmöglichkeiten mehr. Oder? Leck mich mal am Arsch. Kompresse, was auch immer das ist, ich benutze das jetzt. Ja, mein Stress, geil. Ich war nicht schnell genug. Piu, piu. Mein Gott, hat die viel Leben. Ja, das ist halt blöd. Warte mal, vielleicht. Ach, okay, verschwinden auch wieder die Leichen. Jetzt hätte ich gerade mal die Leiche gelootet, so. Das ist ärgerlich, weil ich jetzt sterben werde. Das weiß ich. Ach Gott. Lass doch gut sein. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, lass doch gut sein. Lass doch die Olle einfach nur angreifen. Das reicht doch erstmal. Ich weiß nicht, warum ich mit der Waffe angreife. Das macht halt keinen Damage so, ne? Aber. Kack drauf. Oh Mann, ich muss den nur noch einmal treffen. Das ist so ärgerlich. Ja, keine Chance. Doch. Nee, hat sich gerade wieder geöffnet? Ja. Öffne dich! Öffne dein Herz für mich. Oh, scheiß die Wand an. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich habe eh keine Heilmöglichkeit mehr. Dann kann ich das Ding auch wieder anmachen. So. So ist es ja nicht. Oh. Muss wahrscheinlich viel mehr mit den Items spielen. So hin und her und her und hin. Aber. Ich bin noch nicht klug. Wenn die Musik so... Nein, 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 nein. Gott, wo warst du? Ich, nee. Nee. Mutter, hilf mir. Ah ja, da. Tag. Tschüss. Wo bist du hin? Das ist so ärgerlich, ne? Weil ich muss den nur noch einmal treffen und ich habe die ganz dumme Befürchtung, dass ich vorher verrecken werde. Eine Ration. Mutter. Yeah. Habe ich die gleich drin? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, warte. Dann machen wir das nochmal hier. Zack. Ah. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen sicherer so. Gehe ich auch einfach mal aus dem Modus raus. Kack drauf. Wo ist das Mistviech? Ja, nee. Ich weiß ja nicht, ob ich die töten muss, so, damit ich sie quasi anlocke. Das war jetzt so meine Theorie, deswegen habe ich mir vorhin auch. Ich werde da drauf geballert. Ich meine, im Endeffekt versteckt sie sich doch auch immer an den gleichen Orten, oder? Irgendwo in den Bäumen, wo man sie nicht sieht. Camouflage-Effekt-mäßig. Hab man vielleicht schon davon gehört. Ja. Boah. Jawohl. Jawohl. Ja, Hand vor Augen nicht mehr. So ging der Spruch, ne? Ich glaube schon. Mutter. Ich sehe sie nicht. Da hinten. Oder? Ne, hä? Wo?
Nee, nee, komm, ich wag das. Ich wag das nicht. Ich sehe die nicht! Da! Ich hab sie gesehen. Nein. Danke. Boah. If you need to. Okay, und wieder einmal die nackte Form, ja. Bumm, 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 hab ich gesagt. Wir müssen das cool machen, wir nehmen die hier. Schön retro und so. Ja, Wölfe. Machen wir noch in der Sicht so. Okay, treffe ich gar nicht. Das war eine gefährliche Stelle. Und sag tschüss.
Yo, Snake, I finished laundering that rail gun you picked up just now. Knock yourself out. It's on the house. Thanks. Time for another bedtime story, Snake. This one's about crying wolf. You don't need me to tell you there's whole nations in Africa tearing themselves apart in the name of ethnic cleansing. Well, she was born into that environment. When she was a little girl, her village was attacked by rival armed factions. Her parents and siblings were slaughtered, and she was left a refugee. She took her last surviving relative, her baby brother, and ran as far as she could away from the war zone. One day, they came across an enemy unit, so she took her brother and hid in an abandoned shack. And then her brother started to cry. She knew that if the soldiers heard the noise, they would find them and kill them both. So she wrapped her hand as tight as she could around his mouth. As the footsteps gradually went away, she came back to her senses. Her brother wasn't crying anymore. Horrified, she pulled her hand away, covered in sweat and spit. He wasn't breathing. They say wolves eat their own pups when they die. She was spotted wandering through the thick of battle, carrying her dead brother in her arms. She had visions, too. A wolf walking alongside her. Every night, the wolf would howl and cry, just like her brother did that day. Eventually, she made it to a government-run refugee camp. But by then, her brother's body had rotted away. The camp was crowded with refugees like herself, and little children like her brother. Day and night, she was tormented by the cries of babies. The wolf that followed her heard her sorrowful screams and answered. He made his way around the camp, and one by one, he silenced the children. She tried to stop it, but she was powerless to stop the wolf. A few days passed, and on the eve of the enemy's raid, there wasn't a child left. The adults who survived were torn up pretty bad. Of course, there was never any wolf in that camp. She was the one who killed those babies. But she couldn't bring herself to admit it. She couldn't bear the thought of herself going from one baby to the next, howling like a wolf, snuffing out their little lives. And she never did, even as crying wolf, a lonely beast forever stalking the battlefield. Snake, fighting with you made wolf finally accept what she'd done. She was cleansed by you. If the cries she heard of children on the battlefield have been silenced, it's because of you. You ought to be proud. Three down, one to go. All that's left is Mantis. But you should know, Snake, she's been controlling all the other beasts. She's the beast of beasts. Don't let her get her hooks in you. I won't. See you around, Snake. Hoffen wir mal, dass Mantis genauso ein abgefuckter Gegner wie in Metal Gear Solid 1 wird. Die Railgun! Jawohl. Das war's dann jetzt auch schon mit dem Kapitel wahrscheinlich, ne?
Vielleicht auch einfach nicht. Nee, okay, war es doch noch nicht. Gut, Shadow Moses, stimmt, wir müssen ja eigentlich noch Rex und so, ne? Von daher war das quasi meine Vermutung. Hallo Wolf. Wie geht's dir? Dach! Kann nichts mit dir machen, wa? Einfach alles von Wölfen. Gut, aber ich würde an dieser Stelle mal die Chance wahrnehmen, ja, und die Folge für heute beenden. Also die Doppelfolge, ich werde daraus immer 2 Folgen schneiden. Ja, passt schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Metal Gear Solid. Ich bin froh, dass ich den Boss noch geschafft habe. Ich habe zwar irgendwie so alles verbraucht, was ich hatte, aber hey. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ja, wenn wir dann mal schauen, inwiefern wir Liquid aufhalten können, an Rex zu kommen. Rex, Metal Gear Rex. Bestimmt schon zu spät, aber hey, egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.